Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum GameStore Simulator. Ah, okay, juckt. Ah. So, ich habe eine Beobachtung gemacht. Und zwar hatte derjenige recht, der in den Kommentaren geschrieben hat, dass Felder doppelt belegt sind. Und zwar hier und hier ist das passiert. Hier irgendwo zwischen, ich glaube dieser hier, da war ein Spiel im Regal. Trotzdem hat, als ich es aufgefüllt habe, das Regal, hat er da das grüne Fach angezeigt, das man da auffüllen kann. Das heißt, rein theoretisch stehen in diesem Bereich jetzt hier, in diesem kleinen Teil, zwei Spiele. Und dasselbe ist hier. Bei den anderen habe ich dann drauf geachtet und wie ihr seht, alles gut gegangen. Ja, es ist ein Bug. Den müsste man melden. Das werde ich dann noch tun. Aber erst nach den nächsten Folgen. So, jetzt erstmal 28. Ja, okay. Muss halt viel kaufen gerade. Auf jeden Fall. Neuer Tag. Immer noch Werbung. Okay. Warten wir auf Kundschaft. Dann kann es losgehen. Tür ist zu. Regale sind aufgefüllt. Bis auf diese zwei Patzer da unten. Was mir ja so rein gar nicht passt. Aber was will man machen? Ich habe nicht drauf geachtet. Den Fehler gibt es. Man muss sie melden, damit sie den verbessern können. Bis dahin, auch für euch. Immer Auge auf und schauen, dass ihr nicht doppelt belegt. So, Action. Und dafür nochmal danke an dich, AK47. AK40. Nicht, dass ihr denkt so, ne? Okay. Du. Ups. Wie wär's mit Strategie? Du möchtest schießen. Dann mach das doch. Du passt perfekt hier rein. Wie ein Chamäleon. So. Mal gucken. Aha. Oh, so, einmal das obligatorische Gähnen. Wenn wir mit einer Folge starten. Ja. Wir können Pfote schlagen gehen. No problem, my friend. So, vier Schmutz haben wir da liegen. Ja, kassierst du den mal ab, Junge. Oh, ich jetzt nehme ich den. Aha. Mhm. Ah, und den nehme ich auch. Und zwar Wolli. Eine Pissnelke. Oh, moin. Was darf sein? Strategie. Habe ich eben so beim Überfliegen, habe ich Strat und dann alles klar. Da die immer mit demselben Kram kommen, braucht man gar nicht so krass lesen. Aha. Irgendwann kann ich die Texte alle auswendig, da lese ich nur die ersten zwei Worte und dann wissen wir, was gemeint ist. Okay. Weg. Da ist wieder eine Frage. Auf die Simulation kommt es im Leben an. Immer simulieren, mein Freund. Immer simulieren. Es gibt freie Tage auf der Arbeit. Und gelbe Karten für die Gegenspieler auf dem Feld. Ganz wichtig. Immer simulieren, meine Freunde. Immer simulieren. Mache ich auch bei meiner Frau. Wenn die böse auf mich ist, weil ich wieder irgendwas verzapft habe, immer simulieren. Oder ein auf kleines Kind machen. So total dumm stellen. Dann kann sie einfach nicht... Jetzt stell dich mal nicht so an, du.
kann sie nicht widerstehen. Aha. Wenn ich das Kleinkind raushängen lasse. So. Action, ja, kannst du haben. Ja, sie freut sich auf Bill. Hey, jetzt hör doch mal auf damit. Hier, komm, Action. Oh. Noch mehr Zeitlupe kannst du nicht fallen, hä? So theatralisch. Voll der Ronaldo hier. Ich bin so verletzt. Was möchtest du haben? Action. Ja, kannst du haben. Gerne, bitteschön. Aber du warst als erstes dran. Ja, quatsch nicht. Ja. Okay, jetzt wird es Zeit fürs Saubermachen. Ist jetzt schon was los. Freue ich mich auf den Saugroboter. Und ich hoffe, das Sicherheitspersonal ist mindestens genauso gut wie ich, wenn es darum geht, die Banditen, die Diebe zu verprügeln. Das mache ich mit Leidenschaft. Aha. Actionaktivität haben wir. Null Problemo. Habe ich doch gerade eben sauber gemacht, oder nicht? Die wollen einen doch echt verarschen hier, die Leute. Ach, jetzt wollt ihr die Simulation nicht mehr haben, hä? Ich habe alles ein bisschen höher gemacht, jetzt den Preis. Wir sind jetzt bei 7. Also 7 Erhöhung. Für den Durchschnittspreis. Oh Gott, das darf doch einfach nicht wahr sein. Die Vorweihnachtszeit ist echt anstrengend, meine Freunde. Es ist wirklich sehr anstrengend. Wenn ihr das Video hier seht, was haben wir denn da, wenn ihr das seht? Ich glaube Freitag. Bei mir ist es gerade Mittwoch. Aha. Ja, ja, ja. So, wer von euch war als erstes, weiß ich nicht. Aha. Ja, komm. Irgendwie habe ich's geahnt, dass der da jetzt angeflitzt kommt. Ich konnte über ihn drüber latschen. Habt ihr das gemerkt? Ich bin so hochgegangen. Okay, sieht schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber der Waage, also machen wir erst das. Ja. Aha. Halt. Die schaffen wir auch noch. Ich hab sie noch bekommen. So geht das. Das hat schon mal geklappt. So, sauber. Und geschlossen. 5,5 haben wir erwirtschaftet heute. 320 XP. Boah, einkaufen brauchen wir nicht. Heißt, wir machen kurz... Ich bin jetzt am Kopf drin. Wir machen hier einmal den Fertigkeitenbaum. Was haben wir hier? 270. Kriegen wir hin, ne? Kisten tragen. Aber müssen wir das? Reduzierung der Steuer. Das machen wir. Definitiv. So, und jetzt mal schauen. Online-Verkäufe. Spiele in ihrem Geschäft erregen. Oh oh. Wie viel habe ich denn? Ich kann dir so viel geben. 200,2. Die Spiele in ihrem Geschäft erregt man Aufmerksamkeit sehr auf sich. Okay. Erforderliche Zahl 12. Er will 204 geben. Kann ich nicht geben? Was ist denn das? Was ist hier los? Ich hab doch... Nein, nur 10.
Naja, dann wird das wohl nix, ha? So, warte mal. Was ist mit dem? Hä? Hä? Geht gar nichts hier. Muss ein paar Spiele bekommen, um Spiele. Also, Freunde, ich beschäftige mich damit mal ein bisschen offscreen. Weil das ist schon ein bisschen 990,9. Komisch. Vielleicht muss ich auch welche im Lager dafür haben. Wir werden es sehen. Das hier ist nicht offen. Okay. Naja, schauen wir mal. Wir werden jetzt die nächsten Kunden noch empfangen. Ist der Typ schon weg? Ey, der sollte doch 3 Tage bleiben, oder nicht? Das war jetzt doch nur der 2. Tag. Die haben mich um einen Tag beschissen. Das kriegen die von mir nachher. Naja, da kommt schon der Erste. Auf dich habe ich gewartet, mein Freund. Ey, wo willst du nur hin? Guck doch mal den richtigen. Boah. So. Meine Güte. So. Hab ich doch geahnt. Aha. Ist für Action in Stimmung? Ja, wie ist jeder für Action in Stimmung? Ich hätte gern Lieferdienst für die Pakete, für die Spiele. Ich bestelle online und die schicken sie mir einfach. Der will wieder Action haben. Aha. Nee, kämpfen. Er will Aktion. Aha. Und nochmal. Mamma mia. Geht's euch genauso, wenn ihr jemand gähnen sieht? Seht, dass ihr auch gähnen müsst? Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Und es hört dann auch nicht mehr auf. Weil das immer wieder so. Du gähnst, der geht. Der geht, du gehst, weil der geht. Der geht, weil du gehst. Also ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. Nimm das Puzzle und sei zufrieden. Und ärgern. Okay, dann war es vielleicht doch Puzzle. Er wollte einen Freund ärgern. Und es sollte schwierig sein. Ja, aber. Oh, oh, oh. Hier ist ganz schön schmutzig. Ey. Boah, was die mit meinem Laden machen. Habe jetzt nicht drauf geachtet. Absolut nicht. Ja, nimm den auch noch mit. So ist gut. Gib? Nein. Moment. Gib? Nö. Okay, Simulation würde ich sagen. Du möchtest 2D? Ja, hör auf zu quaken. Okay, da ist schon wieder ein Regal leer. Ey! Ich habe jetzt schon gedacht, ich treffe den nicht. Das wäre echt brutal gewesen. Ah, Junge, kassier ab, Alter. Kassier ab. Aha. Oh, die schnarchen alle da hinten. Da brauche ich den Typen auch nicht einstellen, wenn ich trotzdem alles selber machen muss hier. Okay. Das sieht schon wieder aus hier. Aha. Und alles auf einen Haufen, wisst ihr? Die Knüppel direkt rausgeholt. Du möchtest jemanden schlagen. Schwester, willkommen in meiner Welt. Und der ist der Erste, den ich hier verprügeln werde. Ich schwör's. Eine Pissnähe. So. 2 brauchen wir noch nicht sauber machen. Haben wir noch ein paar Minuten. Du wusste, was du will? Aves Mädchen.
So. Ich mag das, wenn Menschen wissen, was sie wollen. Du weißt nicht, was dir gut tut, hä? Aha. So. Dach. Aha. So. Ich hab's immer noch nicht draußen, ne? Diese. So. So. Du willst Rauch hinzufügen? Aha. Ja, hier, Kiffersimulator. Wie wär's damit? Hey, hallo. Übertreib's doch mal nicht. Drückt er mich einfach ins Regal rein. Schön. Schauen wir meine Regale aus. Ah. Wie gut, dass ich drei Fächer Action gemacht habe. Glaube ich wenigstens noch ein bisschen was in der Hinterhand. Guck, kennt schon alle ein, Junge. Arbeite für dein Geld. Aha. Guten Tag. Hier kommen Vierlinge rein. Das verspricht eine Menge Spaß. Der hat wieder keine Füße, der auch nicht. Aber mittlerweile weiß ich ja, woran das liegt. Hey, hörst du mal auf damit? Du musst doch sauber machen. Oder wollt ihr durch den Dreck warten hier, ihr düsseligen Nüsse? Ja, hier, den Schlag jemand. Moment. Bin sofort bei dir. Ich muss erst den schlagen. Ah, nein, nicht abhauen. Ey, und der Penner ist schuld. Wie gut, dass er hier vor Kopf bekommen hat. Geh nicht. Bleib bei mir. Gut. Weg. Was ist los? Da. Bitte bleib. Schnell, schnell. Der da hat auch noch eine Frage. Du möchtest etwas lösen. Dann nimm das Puzzle. Was möchtest du? Du möchtest Entdeckungen machen? Dann nimmst du Adventure, bitte. Okay, ich mach sauber. Während er so tut, als würde er arbeiten. Das kenne ich irgendwie von meinen Kindern. Die tun auch immer so, als würden sie ihr Zimmer aufräumen. Oder haben so getan. Mittlerweile ist meine Älteste ja 18. Die hat andere Probleme, als Zimmer aufzuräumen. Gut. Wir haben fast 7000 Dollar, meine Freunde. 7000. Lecco mio. Aber das Geld geben wir erst in der nächsten. Ja. Ich gebe zwischen den Folgen aus. Ist besser. Und dann werden wir mal gucken. Was können wir noch machen? Wollen wir einmal ins Casino gehen? In der nächsten Folge. Bank. Ich glaube, Bank brauchen wir nicht. Autohändler. Ja, vielleicht kaufen wir ein anderes Auto. Das Auto hier gibt mir nämlich ziemlich auf den Zwirn. So. Hier, ich würde gerne mal in den nächsten paar Folgen. Das sind Häuser, ne? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal hier so ein bisschen die Stadt erkunden, wo hier was ist. Aber das sieht aus wie Häuser hier. Hier ist Wohnkomplex. Hier, da. Ja. Nein. In der nächsten Folge, wie gehabt, Spiele verkaufen oder mal ins Casino gehen. Ich glaube, wir gehen mal ins Casino. Ja. Okay, meine Freunde. Dann freut euch auf die nächste Folge. Da gehen wir Glücksspiel machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und ja, vergesst den Daumen nach oben nicht, ne? Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.